tatsächlich so ein bisschen an unsere ursprüngliche Ausgangssituation festhalten. Und die war, was habe ich mir aufgeschrieben? F2, R2, F. Nein, falsch. F2, ach so. So. Das ist ja so ein bisschen die Situation, die wir vorhin auch schon hatten. Und dann hatten wir da nicht schon den roten Stein? Was ist denn, wenn wir... Ich glaube, wir sind nach vorne gegangen. Wenn wir jetzt tatsächlich einfach mal 2 nach links gehen. Passiert nichts. Wenn wir 2 nach rechts gehen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob da was bringt, weil eigentlich müsste die Idee doof sein. Wenn wir halt zurückgehen, macht das Sinn. Komm, du kommst auch überhaupt nicht auf diesen roten Stein, ne? Das ist ja schon mal schwierig. Aber die Ausgangssituation ist noch die gleiche, oder? Nicht, dass wir jetzt hier eine andere haben. Ja, die Ausgangssituation ist tatsächlich die gleiche. Also, pass auf. Lass uns gucken. Können wir was mit einem B anrichten? Nein, können wir nicht. Können wir was mit einem R anrichten? Können wir nicht. Also wir probieren jetzt erstmal die absolute Ausgangssituation überhaupt erstmal zu ermitteln. Ich glaube, das ist vielleicht die klügste Variante. So, es bleibt uns so das F. Ist nur die Frage, wie viele? 1 oder 2? So, bei einem F haben wir diese Situation, die wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben. Aber wir haben zumindest eine Bewegung drin. Ich glaube, es bringt nichts, irgendwie eine Richtung vorzugeben, in der sich die Steine nicht bewegen. Weil damit kommen wir nicht ans Ziel. Jetzt probieren wir, ob sich bei 2 irgendwas ändert. Nein. Also ist das erste auf jeden Fall ein F. Jetzt scheiden sich die Geister. Wenn wir einmal nach rechts gehen... Das heißt, nach da. Und so sind wir dann wieder in der Ausgangssituation, ne? Das ist ja kompletter Blödsinn. Aber wenn wir F2R... Dann nochmal nach vorne. Ich bin schon wieder verwirrt. Geil, ne? Ich bin schon wieder maßlos verwirrt, weil ich gerade nicht weiß, wo ich ansetzen soll. Also. Was hat er denn jetzt gemacht? Es geht einfach so unfassbar schnell. Das ist so ein bisschen mein Problem. Aber ich kann mir jetzt nicht jeden einzelnen Vorgang hier aufmalen. Also pass auf. Wir gehen einmal nach unten. Das heißt, wir haben dann diese Situation. Ich versuche euch vielleicht nochmal einzublenden. Diese. So, dann gehen wir 2 nach rechts, was aber in diese Richtung ist. Ach so, ganz am Anfang sind wir nach links gegangen, fällt mir ein. Ah nee, gar nicht wahr. Wir sind... Jetzt bin ich verwirrt. Ach, nach links war meine Übung. So, die Lösung war nach rechts, also da lang. Ja. Dann 2 nach vorne.
Vielleicht, weiß ich nicht. Ist die Frage, wo ist dieser rote Stein? Mach es weg! Wir haben sie. Also, so sehen wir schon mal rote Steine. Aber das Ding ist, wir haben nur noch drei Felder. Ich tippe immer aufs Falsche, ne? Wir haben nur noch drei Felder. Ich weiß nicht, ob das reichen würde. Theoretisch, wenn wir vielleicht jetzt noch mal zwei Felder nach vorne gehen. Macht es nichts, weil irgendwas im Weg ist. Das heißt, und dann müssten wir zwei nach vorne. Dann würde es funktionieren vielleicht. Oh, wenn das jetzt stimmt. Weil wir brauchen ja nur ein rotes Kreuz, was da drauf geht. Ja! Ja! Geil! Ich habe es jetzt ein bisschen verstanden, ne? Also den Anfang, ja, man kann vermutlich an diesen Anfang über Aufzeichnen so ein bisschen rangehen. Aber ich glaube, die Taktik hierbei, die ich jetzt auch gemacht habe, ist so ein bisschen zu probieren, wann tauchen überhaupt diese roten Felder auf? Ja, bitte? Ich glaube, Alexa hat eine neue Nachricht für mich. Alexa? Spiele neue Nachricht ab. Heute hast du keine Nachrichten. Geh zur Alexa-App, wenn du ältere lesen möchtest. Also ich glaube, irgendwie blinkt sie jetzt, weil entweder habe ich ein Paket unten im Briefkasten, ein Päckchen von Sachen, die ich bestellt habe. Nervt mich ja jetzt so ein bisschen instant. Das heißt, ich muss jetzt irgendwas drüberlegen, damit ich dieses Leuchten nicht sehe. Ha, so, Entschuldigung. Also was wollte ich sagen? Genau. Das ist jetzt so mein Versuch gewesen, um zu gucken, wann tauchen diese roten Teile auf und dann zu gucken, wie kriegt man es aufs Grüne. Ich glaube, die Taktik ist gar nicht so verkehrt. So, das ist jetzt die letzte Stufe, die wir haben, meine Lieben. Das letzte Modul, was jetzt hier reinkommt, nochmal vier Felder mehr. Also, ich würde tatsächlich probieren, das einfach jetzt mal so mit den Einstellungen einzugeben, wie wir es haben. Und ich muss sie mir auch gleich einmal aufschreiben. Alexa, was ist dein Problem? Alles scheint zu funktionieren. Wenn du einen Fehler vermutest, nutze die Alexa-App, um dein Feedback zu übermitteln. Wer weiß, was sie hat. Also, und was ist, wenn wir jetzt zwei nach links gehen? Das geht nicht, weil es nicht geht. Also, ich schreibe mir das jetzt erstmal auf. Ich glaube, sie will mir irgendwie ansagen, ein Paket ist in der Warteschleife. Also, F2, R2, F2, L2, F, R2, F. Ich hoffe, ihr da draußen könnt mir so ein bisschen folgen, was ich hier versuche. Ich kann es, glaube ich, nicht so richtig erklären. Es ist auch, glaube ich, etwas, was man nicht unbedingt... Ja doch, man kann es... Vermutlich, man kann alles erklären, glaube ich. Also es ist etwas, was ich nicht erklären kann. Aber ich freue mich gerade, dass ich das so ein bisschen hinkriege. Das macht mich ein wenig stolz. So, es ist jetzt der Moment, wo man sich mal ganz kurz auf die Schulter klopfen kann. Ist jetzt so die Frage, wie gehen wir vor? Vielleicht gibt es ja noch mehr Rote, das kann ja sein. Also, wir haben jetzt noch vier Felder zur Verfügung. Wenn wir probieren, lass uns doch spaßeshalber einfach mal zweimal rechts gehen. Ob es dann verschwindet, das Rote? Passiert nichts, siehste. Also, passiert nichts. Weil vielleicht ist der Ansatzpunkt ja auch falsch. Also, ich
glaube, ursprünglicher Ansatzpunkt dieses F2R2F ist, glaube ich, so das Grundgerüst hier für unser Herangehen. Ja, ich versuche mich jetzt so ein bisschen vorzutasten, ne? Wann taucht denn eigentlich das Rote auf? Laufen wir doch mal ein paar Schritte zurück. Da taucht das Rote schon auf. Das heißt, wir können theoretisch eigentlich noch einen Schritt zurück. Dann müsste das erste Mal jetzt das rote Feld auftauchen, ne? Korrekt. Also, es taucht auf und ist da oben. Wir haben F2R2F2L2F. Und wir haben es dann oben. Ich muss es leider noch mal sehen. So, wir haben es da oben. Aber da... Und wenn wir jetzt einfach back gehen, dass wir es... Weil das Ding ist, du hast ja vorne sind ja Felder. Und nach hinten zu ist es ja offen. Wenn wir jetzt einfach vielleicht 4 zurückgehen, weil es müsste dann ja so weitergeschoben werden. Okay, das geht so nicht. Wenn wir es 2 schieben und ich will nach... Wo will ich hin? Wo will ich hin? Da versagt die Stimme, Entschuldigung. Wo will ich hin? Wo will ich hin? Ich will nach da. Das heißt... Passiert nichts, siehst du, ne? Das heißt tatsächlich... Wir müssen... Warte mal, wo bin ich denn? Im F2R2F... Ich muss gerade mal gucken, wo der ganze lange Code hier aufhört. F2R2F2L2F... Das B war falsch, ne? F... Und wenn wir... mal 2L probieren. Wir hatten vorhin... Ach nee, ein R hatten wir. Vielleicht. Und wenn wir jetzt nochmal forward gehen... Falsch. Passiert nichts. Und wenn wir statt forward back. Vielleicht taucht es ja. Ich wäre jetzt der Meinung gegangen, dass es irgendwie ja weitergeschoben werden muss. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Gut, dann... was habe ich gesagt? F... Nein, F... Was? F... F... R2F. So hatten wir es. Das war vorhin die Ausgangssituation, unter der wir jetzt gestartet sind. Und ich glaube, das letzte ist vielleicht Käse. Warte mal, wir nehmen mal eins weg. Und wenn wir jetzt nochmal einmal noch ein... Oh. Dann war es weg. Hast du gesehen? Dann war es weg. Dann war es weg. Also und... Ich bin momentan noch ein bisschen verwirrt, aber wir werden auf die Lösung kommen. Ist jetzt bei dem letzten, glaube ich, auch nichts passiert, ne?
Ich weiß doch nicht so ganz, wie da der Lösungsweg ist, meine Lieben, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee, habt ihr was gesehen, wo ihr sagt, probier doch mal das aus, dann schreibt es mir sehr, sehr gerne. Ich denke, wir werden da das nächste Mal anknüpfen. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß mit den heutigen Folgen. Ich fühle mich ein bisschen stolz, dass wir ein wenig weitergekommen sind und bin sehr gespannt, was passiert, wenn wir diesen letzten Code geknackt haben, was wir denn erhalten. Ich könnte mir vorstellen, es ist vielleicht das letzte Teil, was wir für den DeLorean brauchen und vor allen Dingen, was dann passiert, ob dann das Spiel vorbei ist. Ich weiß es nicht, aber das, meine Lieben, werden wir leider erst das nächste Mal herausfinden. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß mit der heutigen Folge, auch wenn ich vermutlich für viele wieder überhaupt nicht verständlich genug war. Aber that's the game. Ja, meine Lieben, und ansonsten genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. Ciao. Oh!